Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Stronghold Crusader. Wir waren letztes Mal dabei stehen, uns eine solide Verteidigung aufzubauen und ich würde mal sagen, weiter geht's. Wir werden überfallen! Wir werden überfallen. Ja, unsere Sklaven waren so schlau und sind erstmal ganz aus dem Ruder gegangen. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass wir unsere Beliebtheit etwas aufpushen. Das Volk huldigt euch, Sire. Ja, plus zwei, das geht noch besser. Und mal sehen, ob wir irgendwo eine große Kathedrale hinbekommen. Hier wollte ich eigentlich einen weiteren Turm hinbauen, aber weißt du was? Komm. Ja. Das dürfte unsere Leute sehr glücklich machen. So, dann wollen wir mal sehen. Von wo kommen sie denn? Aktuell scheinen sie sich mehr auf diesen guten Verbündeten zu konzentrieren. Der kommt schon klar. So, dann ist mir noch aufgefallen, wir haben ja hier doch noch ein paar Steine. Da können wir natürlich auch ein bisschen was hinbauen. So, mal gucken, was wir da rauskriegen. Ja. Vier Stück, na immerhin. Damit bin ich zufrieden mit vier Stück. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ja. So, dann hier noch was. Hier noch ein bisschen was. Ja. Hier geht noch einer hin. Kann man da durch? Da kommen hier so. Oha, unsere Kornspeicher. Wir sollten mal ein bisschen nachholen. Kaufen wir unsere Leute. Nahrung kann man nie genug haben. So, wollen wir mal sehen. Unsere. Das Volk huldigt euch, Sire. Plus 4. Okay. Ich weiß, was wir machen. Wir werden noch ein paar von diesen kleinen Beeten hier bauen. Das macht die Leute relativ happy. So, hier eins hin. Da ihr könnt eins. Das nicht dort platzieren, mein Lord. Geht da weg. Na, das ist ja wohl. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Weg. So, und noch eins. Blumen braucht die Welt. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, mal gucken. Wie sieht's denn mit dem Angstfaktor aus? Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden. Noch ein Beet für Stufe 4. Das Maximum bei dieser Beliebtheit ist von äußerst gutem Wesen, plus 5. Das ist das Maximum. Noch 5 Beete und wir sind bei plus 5. Na komm, die 5 Beete klatschen wir mal rein. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So. Jetzt müssen wir nicht das Maximum beim Aspekt haben. Ihr werdet als der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt. Alphanus Arie. So. Das Volk huldigt euch, seine Schatzkammer leert sich. Ja, gut. Ich kann das nicht bezahlen. Ja, grausame Steuern, das mag zwar ziemlich brutal klingt, aber man sieht, plus minus null, das geht erstmal. Die Leute sind zufrieden. Wir werden überfallen! Aha.
Die Chance nutzen wir mal, dass unsere Holzfälle hier ein bisschen fleißig waren und bauen hier so ein Ding hin. Ach ja, unsere Sklaven sind ja tot. Alright. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, dann werden wir mal zum Sklaven. Oh, keine Ahnung. Versuch zwei Staaten, den Wassergraben auszuheben. Und wo wir gerade schon mal beim Wassergraben sind, hier könnte doch auch noch ein bisschen gebuddelt werden. Ein bisschen hier so. Und dann ein bisschen hier so, will ich mal sagen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wie es so ein bisschen schön aussieht. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Natürlich wirst du das. Ich würde mal sagen, wir bereiten jetzt so langsam mal den ersten Gegenangriff vor. Aber erstmal brauchen wir mehr Häuser, um mehr Soldaten ausbilden zu können. Die bauen wir mal hier hin. So, so, so. So. Eure Beliebtheit sinkt. Okay, grausam steuern. Vielleicht doch etwas zu brutal. Ist was verkaufen. Jetzt sind wir reich. Unser Verbündeter zieht in den Krieg, wie man sieht. Das Volk liebt euch, mein Lord. Oh, Bier auch schon. Eine Nachricht. Oh, wir brauchen dringend Bier. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Kaufen wir gleich mal 50 Fässer, das wird ja erstmal ausreichen. So, dann würde ich mal sagen, Angriffsarmee aufbauen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die erste wird eine Armee von berittenen Bogenschützen sein. Ich habe da so ein Auge auf die Schlange geworfen. Diese Ressourcen hier könnten wir uns natürlich auch noch holen, aber ich glaube nicht, dass die Bauarbeiter da lange überleben werden. Ah, das sieht schon recht ordentlich aus, aber ich glaube, mit einer ordentlichen Armee haben die keine Chance. Alphanus, Alie. Und für diese Zeit, während wir angreifen, da sollten wir natürlich bei unseren Leuten sein, werden wir uns mal einen kleinen Nahrungsvorrat anlegen. Sagen wir mal 200 von jeder Sorte. Ja, ich weiß, ich habe den Käse übersprungen. Ja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Mhm. Es kann sich in die Richtung ändern, dass es noch besser für uns läuft. Boah, schaffen wir es überhaupt mit unserem Gold? Ja, doch, das reicht. So, ist aber 200 von jeder Nahrungssorte. Unsere Kornspeicher sind prall gefüllt. Wir werden überfallen! Alphanus, Alie. So. Blamling. Eure Beliebtheit steigt. Mal gucken, wie viel wir schon haben. Ja, mit unserer Wassergraben sind sie ja sehr weit gekommen. Das läuft ja echt spitze. Also wenn das so weitergeht. Okay.
Das ist wahre Macht. Ja, dieser Spruch bedeutet, dass wir aktuell der Beste sind. Also, das ist wahre Macht bedeutet, okay, wir sind der führende Spieler von allen vier. So, ich werde jetzt auch mal hier ein paar mehr bauen. Das kommt her. Alarme, du Jay. Damit wir jetzt mal eins hier rumfinden hier. So, wie viel sind wir alle? 134, ich würde mal sagen. Ah, Tongi. Alpha, das ist total. Wieso kommen die da eigentlich nicht raus? Das ist doch offen. Wir werden sie überfallen. Das ist wie dieser dämlichen Zugbrücke, aber hier ist doch noch Platz. Ja, das ist natürlich sensationell. Unsere Leute kommen irgendwie da oben nicht raus, auch wenn es offen ist. Vielleicht liegt es an dieser Zugbrücke hier, obwohl hier eigentlich noch ein bisschen Platz ist. Unsere Angriffsarmee formiert sich. Tja, liebe Community, ich würde mich mal bei allen hier Matches vorzuschlagen, denn ich kann nicht garantieren, dass dieses Match hier noch sehr lange dauern wird. Na nochmal, der Bergfried ist komplett. So, Kollegen, dann zeig mal, was ihr könnt. Was ist das denn hier? Versteckt er sich da? Ja, kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Na, ja, geht doch. Eine Nachricht der Schlange. Nun, wir sollten abrücken. Tja. Na, das ist ja wohl. Okay, wir ziehen uns mal ein paar Meterchen zurück, weil ich werde jetzt an dieser Stelle einen Cut machen und dann werden wir mal sehen, ob die Schlange in der nächsten Folge, ja gut, fallen wird. Wir müssen da noch mit Nahkampfeinheiten rein, aber ob sie quasi so gut wie vernichtet wird. Also bis dann, tschüss!